Eine Sache, die ich an meinem Smartphone wirklich besonders liebe, ist die schier unbegrenzte Auswahl an Apps, die man sich runterladen kann. Ganz besonders bei Spiele-Apps, da gibt es wirklich eine riesige Auswahl und man kann eigentlich ja alles mal ausprobieren und wenn man es dann doch nicht so gut findet, einfach wieder löschen, weil ist ja kostenlos. Wie kann es dann aber sein, dass gerade Spiele-Apps und Spiele-App-Hersteller Millionen Umsätze machen? Wie das Free-to-Play-Prinzip funktioniert, das erkläre ich dir in diesem Video. Ich könnte jetzt einige Spiele als Beispiel nennen, beschränke mich aber mal auf die erfolgreichsten Handyspiele der letzten Jahre. Dazu gehören zum Beispiel Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, Among Us oder auch StumbleGuys. Die kann man sich alle kostenlos im Google Play Store oder im Apple Store runterladen. Trotzdem hat zum Beispiel das Studio Supercell, aus dem kommen die Spiele Clash Royale, Clash of Clans oder Brawl Stars, im letzten Jahr, also 2022, 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Milliarden, nicht Millionen. Das Ganze funktioniert durch das Free-to-Play-Prinzip. Das heißt, du kannst dir die Spiele erstmal kostenlos Free-to-Play runterladen, dann aber in den Spielen Geld ausgeben, wenn du möchtest. Geld ausgeben kann man in Form von In-App-Käufen. In den meisten Spielen kann man tatsächlich aber nur sowas wie neue Skins oder neue Spielfiguren kaufen, die einem theoretisch keinen besonders großen Vorteil verschaffen sollten. Trotzdem finden einige Spielerinnen und Spieler solche Angebote trotzdem ganz spannend. Klar, man verbringt ja auch ganz schön viel Zeit mit dem Spiel oder mit der Spielfigur und dass man die dann so gestalten möchte, wie man eben will, das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ein bisschen mies wird es aber dann, wenn man sich Items oder Spielfiguren kaufen kann, die einem kleine oder große Vorteile bringen. So macht auch der Begriff Pay-to-Win-Spiele Sinn, also Spiele, in denen man nur durch Käufe im Spiel weiterkommen oder vielleicht sogar gewinnen kann. So kann man durch In-App-Käufe tatsächlich ganz schön viel Geld verdienen. Dass die Entwicklerinnen und Entwickler der Spiele was verdienen wollen, ist natürlich nachvollziehbar und auch fair. Das passiert übrigens nicht nur durch In-App-Käufe, sondern in der Regel auch durch das Sammeln von User-Daten und das Ausspielen von Werbung. Aber nochmal zurück zu diesen In-App-Käufen, denn an denen gibt es tatsächlich auch ganz schön viel Kritik. Kritik, die teilweise so weit geht, dass Eltern Spieleunternehmen verklagen. Wenn eine Spielfigur jetzt 5 Euro kosten würde, dann wäre das ziemlich übersichtlich und auch fair und ich könnte mich frei entscheiden, möchte ich diese 5 Euro für diese Spielfigur ausgeben oder nicht. So eine Spielfigur kostet aber nicht 5 Euro. Eine Spielfigur kostet 500 Juwelen, 750 Münzen oder 1000 Herzen. Und das sind mal nur ein paar Beispiele für ganz typische Ingame-Währungen. Ingame-Währungen, die muss man sich erst verdienen im Spiel oder man muss sie sich kaufen. Also gehe ich in den Shop und kaufe mir die Juwelen. 500 Juwelen gibt's aber nicht, das heißt, entweder muss ich mir 200 oder 400 Juwelen kaufen. Die 400 sind insgesamt günstiger, also kaufe ich die mir zweimal. Und wenn ich mir dann noch ein bisschen was dazu kaufe, kann ich mir nicht nur die Spielfigur für 500, sondern noch ein anderes cooles Item kaufen. Was die Spielfigur jetzt eigentlich wirklich gekostet hat? Keine Ahnung, aber teuer war es sicher nicht. Genau das passiert nämlich durch das Verwenden von Ingame-Währungen. Man verliert das Verständnis dafür, was etwas wirklich kostet. Und durch das Verwenden von zusätzlichen super Sonderangeboten wird man auch noch dazu verlockt, immer wieder was zu kaufen. Doch auch wenn man nur ein paar Mal 2,99, 4,99 oder auch 1,99 ausgibt, sorgt es dafür, dass das Taschengeld ganz schön schrumpft. Also aufgepasst beim In-App-Kauf. Beim Zocken ist es natürlich aus Frust oder Lust gar nicht so einfach, sich beim Kaufen zurückzuhalten. Deswegen gibt es zum Glück ein paar Möglichkeiten, das Ganze einzuschränken. Wie das funktioniert, zeigt euch jetzt Laura. In-App-Käufe können an deinem Smartphone deaktiviert oder mit einem Passwort gesperrt werden. So hast du eine bessere Kontrolle darüber, wie viel Geld du ausgibst. Außerdem ist so ausgeschlossen, dass du aus Versehen einen In-App-Kauf tätigst. So machst du das bei iOS. Öffne in deinem iPhone oder iPad die Einstellungen und klicke auf Bildschirmzeit und dann auf Beschränkungen. Hier siehst du nun einen Schieberegler bei dem Punkt Beschränkungen. Aktiviere ihn. Es kann sein, dass du jetzt aufgefordert wirst, deinen Bildschirmzeitcode einzugeben. Natürlich nur, wenn du so einen Code schon angelegt hast. Achtung, das ist aber nicht der Code, den du zum Entsperren von deinem Gerät benutzt, sondern eine extra Zahlenkombi nur für die Bildschirmzeiteinstellungen. Klicke dann als nächstes auf Käufe im iTunes und App Store. Unter dem Menüpunkt In-App-Käufe kannst du nun Erlauben oder Nicht-Erlauben auswählen. Wenn du Nicht-Erlauben auswählst, ist es nicht mehr möglich, In-App-Käufe durchzuführen. Weiter unten kannst du auswählen, ob beim Durchführen eines Kaufes ein Passwort notwendig ist oder nicht. Bei Android-Geräten ist es leider nicht möglich, die In-App-Käufe komplett zu sperren. Allerdings kannst du dir auch hier ein Passwort überlegen. Öffne dafür deinen Google Play Store
und klicke dann oben rechts auf dein Profilbild und wähle Einstellungen aus. Öffne den Menüpunkt Authentifizierung und klicke dann auf Authentifizierung für Käufe erforderlich. Hier kannst du zwischen nie, alle 30 Minuten oder für alle Käufe bei Google Play auf diesem Gerät auswählen. Wir empfehlen dir die letzte Variante, denn dann musst du das Passwort deines Google-Kontos vor jedem Einkauf eingeben. Vielleicht sind das ja gute Optionen für dich. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, sich ein festes Guthaben pro Monat festzulegen und dann hoffentlich auch dabei zu bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Wenn dir das Video gefallen hat oder du was Neues gelernt hast, lass uns gerne ein Like oder Abo da.